der Ingenieur Martin Hertel auf Probefahrt. Nicht zu überhören, sein Motorrad hat einen Verbrennungsmotor. Und dennoch, die CO2-Bilanz praktisch null. Besser als jedes Elektrofahrzeug. Simon Pöllmann und Martin Hertel forschen an Motoren und wollen beweisen, der Verbrennungsmotor hat Zukunft, ist sogar umweltfreundlicher als der Elektroantrieb. Idee Nummer 1. Nicht der Verbrennungsmotor ist schlecht, sondern das, was man reinfüllt. Deswegen, der Motor wird nicht mit Benzin oder Diesel betrieben, sondern mit Gas, mit Erdgas. Viel umweltfreundlicher als etwa die heutigen Diesel. Rechts der neue Gasmotor, links der Diesel. Neu. Wie beim Diesel wird der Brennstoff erst im Brennraum gezündet. Die Zukunft? Ein Gasmotor, der wie ein Diesel funktioniert. Nur mit viel weniger Ruß, Stick und Kohlendioxid. Erdgas als Kraftstoff hat den Vorteil, dass wir prinzipbedingt ungefähr ein Viertel an CO2 einsparen. Wir müssen es aber auch so tun, dass dabei andere Schadstoffe nicht ansteigen. Wir müssen es so tun, dass der Verbrauch gering bleibt, ein guter Wirkungsgrad zu erreichen ist. Und das gelingt uns eben mit einem solchen modernen Brennverfahren, an dem wir forschen. Unser Ziel ist dabei, die Anforderungen der Zukunft für den Verbrennungsmotor zu erfüllen, nämlich Klimaschutz und Luftreinhaltung. Idee Nummer 2. Die heutigen Verbrennungsmotoren umweltfreundlicher machen. Und zwar mit Hilfe ihrer eigenen Abgase. Der Trick? Sie werden über Ventile einfach wieder in den Motorraum zurückgeführt. Das Ziel? Die Stickoxide bei der Verbrennung verringern. Und das geht so. Normalerweise gelangt der Treibstoff über ein Ventil in die Brennkammer und entzündet sich dort. Bei den hohen Temperaturen entstehen Stickoxide. Schlecht. Der Trick? Ein Teil der Abgase wird gekühlt wieder in die Brennkammer zurückgeleitet. Diese Gase kühlen den Brennraum ab. Dadurch entstehen deutlich weniger Stickoxide. Das Problem? Das Verfahren hat einen gewichtigen Nachteil. Wenn es uns gelingt, die Bildung von Stickoxiden innermotorisch zu verhindern, bekommen wir auf der anderen Seite mehr Ruß. Oder wir müssen mit einem erhöhten Verbrauch leben. Und wir stoßen da eben an eine Grenze, zumindest mit unseren heutigen fossilen Kraftstoffen. Deswegen geht ein anderer Forschungsschwerpunkt in die Richtung, was könnte denn nun der Kraftstoff der Zukunft sein? Und deshalb die dritte Idee der Forscher. Ein neuer Kraftstoff für Verbrennungsmotoren. Der Name OME, synthetisch hergestellt. CO2-Bilanz praktisch null. So kann man das ganz gut demonstrieren. Wir haben hier zwei Dochtflaschen, einmal mit Diesel und einmal mit OME. Und wenn ich hier den Diesel anzünde, sieht man recht deutlich dieses gelbe Leuchten und der Ruß, der dann nach oben sich verflüchtigt. Und genauso ist es natürlich auch im Motor. Wenn ich das hier mit dem OME versuche, kann man eben erkennen, dieses gelbe Leuchten ist nicht mehr da. Woher kommt das Leuchten? Das sind im Prinzip die Rußpartikel, die heiß werden. Sie glühen, so wie heißer Stahl auch glüht und diesen Lichteffekt eben verursacht. Und wir können eben dasselbe auch im Motor beobachten. Rußfreie Verbrennung. Ein Vergleich. Zuerst wird der Motor mit herkömmlichem Diesel angetrieben. Der fossile Treibstoff verbrennt im Motorraum wie beim Versuch mit der Dochtflasche. Hell, gelb, rußend. Dann der synthetisch hergestellte Treibstoff.
kein Problem. Er kann einfach in den gleichen Verbrennungsmotor wie der Diesel eingefüllt werden. Also in Motoren, die es schon gibt. Synthetische Kraftstoffe. Für den Verbraucher gibt es kein Umdenken. Tanken, der Motor, nichts ändert sich. Aber die Verbrennung sieht ganz anders aus. Links Diesel, rechts der neue synthetische Kraftstoff. Links Partikel, Ruß, Stickoxide, Kohlendioxid. Rechts fast nichts. Also ich denke, man sieht ganz deutlich, welche Potenziale der Verbrennungsmotor zeigt, wenn wir ihn nicht mit den konventionellen fossilen Kraftstoffen betreiben, sondern wenn wir maßgeschneiderte Kraftstoffe verwenden, moderne Kraftstoffe, die uns ermöglichen, einen guten Wirkungsgrad bei guten Emissionen zu erreichen. Jetzt stehen wir natürlich vor der Herausforderung, dass solche Kraftstoffe auch hergestellt werden müssen, in großem Umfang. Und dann denke ich, dass die Verbrennungsmotoren in der Zukunft eine ganz entscheidende Rolle spielen werden. Ein Motorrad mit Verbrennungsmotor mit einem synthetischen Kraftstoff und mit besserer Klimabilanz als jedes Elektrofahrzeug.